Und einen wunderschönen einen Tag und herzlich willkommen zur Willkommenheits-Kommunistenparty, keine Ahnung. Ja, das hier, darüber hat man glaube ich schon gesprochen, ne, dass es quasi eine Eigenentwicklung ist, also eine Abspaltung. Mittlerweile immer mehr von diesen Servern hier. Wobei das ja streng genommen, wie gesagt, nicht mein Test ist, sondern ist ja dieses Mindcity. Also das ist diese mobile App da. Die nicht scheiße ist. Also das Spiel ist gut. Aber Mindcity als App ist halt absoluter Dreck. Also zumindest laut dem, was mir gesagt wurde, ich habe es selber nie benutzt. Doch, ich hab's. Ich hab's sogar auf dem Tablet drauf. Ha! Aber ich spiel's halt nur offline. Und wenn's offline ist, gibt's halt keine Werbung. Aber normale Leute, die halt normal spielen, also mit Internet, mit mobilen Daten oder halt WLAN oder sowas, die halt auf Servern spielen, da brauchst du ja sowieso Internet. Und dann sollen da wohl irgendwie alle 5 Minuten Werbung kommen und das über mehrere Sekunden. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Ja, was halt schon scheiße ist, wenn du gerade irgendwo vom Monster angegriffen wirst oder von einem Spieler angegriffen wirst und dann erstmal Werbung kommt über den gesamten Bildschirm und du kannst nichts machen. Außerdem nervt es einfach. Alle 5 Minuten Werbung? Hallo? Ach ja. Ja, unsere neue Einrichtung wird hoffentlich besser sein als das, was hier ist. Vielleicht werde ich auch das Hotel mal überarbeiten. Das habe ich jetzt hier einfach nur reinkopiert in diese Welt. Aus dem Vanilla-Server. Könnte ich eigentlich mal anpassen. Ne, hier so einen richtigen Tisch, hier richtige Stühle. Gut, die Dinger, die können eigentlich 1 zu 1 bleiben. Hier auch einen richtigen Nachttisch. Und hier mal gucken, ob es hier, also hier auch eine richtige Lampe, ne? Also ein bisschen so gucken. Aber nicht jetzt, das mache ich dann später privat als Walker. Das ist nicht Teil unseres Let's Plays. Was Teil unseres Let's Plays ist, ist zu gucken, wie das Dach gebaut ist. Oh mein Gott, Ronja hat gescheatet. So, damit ihr auch mal seht, wie ich das Dach hier so als strukturell gebaut habe. Das Problem ist halt, so eine Struktur, das wirkt halt nur so ultra geil, weil das Gebäude an sich halt riesig groß ist. Von daher kann ich so nicht bei unserem kleinen Hotel bauen. Das würde scheiße aussehen. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie versuchen, eine Art Kompromiss zwischen gigantischer Bauweise, die halt geil wirkt, und der Kleinheit unseres Hotels. Deswegen, bei uns wirken manche Sachen halt ganz anders. Was ist da voll schon, Alter? Guckt euch das an, das ist alles so klein. Ihr Bitches. Ich hab die Macht der Welt. Ich hab das größte Gebäude auf dem Server. Ich bin King House. Ich bin der King in the House. So, hier die ganzen Kisten. Oh, Alter. Der hat die Nase kribbelt, während man redet. So, hier sind die ganzen Kisten. War das nicht eigentlich Doppelkisten? Ich könnte schwören, dass das ursprünglich mal Doppelkisten waren. Kann aber sein, weil ich das Haus einfach reinkopiert habe. Das World Edit aus diesen Doppelkisten macht ja, glaube ich, immer normale Kisten. Das ist durchaus möglich. Ich hasse World Edit. Also World Edit ist cool, aber es ist bei weitem noch nicht zu Ende entwickelt. Jo. So. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir unser Dach bauen. Ja, Beleuchtung hier in der Decke. Müssen wir mal gucken, dafür ist unsere Decke, glaube ich, zu flach. Ich weiß nicht, wie designen wir das Dach bei uns? Puh, weil hier sieht das Dach halt schon unendlich geil aus. Deswegen würde ich das halt gerne auch so lassen. Aber wir können das Dach bei unserem Hotel unmöglich genauso bauen wie hier. Das dürfte bei uns nicht so geil wirken. Alter, wie riesig ist das Hotel hier eigentlich? Habe ich schon gut gebaut, ne?
das Hotellein hier. Hat doch lange genug gedauert. Und das, obwohl ich teilweise World Edit benutzt habe, ne? Also trotz, ne, mit World Edit, selbst da hat es immer noch lange gedauert. So, und seht ihr genau sowas hier, so ein kleiner Innenhof mit so einem Baum. Genau das will ich halt auch bei unserem Hotel reinmachen und das soll dann halt quasi vor die Treppe. Gut, da haben wir nach oben hin nicht so viel Platz, aber wir haben zumindest Platz. Ich weiß nicht. Das ist alles so... Ja... Ich habe doch auch keine Ahnung. Was tun, sprach der Ronny. Hier runterfallen tut bestimmt weh. Gut, ich meine, wir haben Rüstung. Da schwimmen wir es wahrscheinlich nicht mal. Wisst ihr was? Wir versuchen erstmal bei uns auch das Dach so zu bauen. Und dann gucken wir halt einfach mal, wie das wirkt. Bevor wir jetzt hier lange rum überlegen und, ne? Wir bauen einfach mal so ein Dach drauf auf unseres Gebäudelein und dann gucken wir einfach mal, wie es wirkt. So, dafür werden wir aber eine ganze Menge Stein brauchen. Und so viel Stein haben wir gar nicht mehr. Wir müssen also definitiv nochmal in die Wüste. Weil wir brauchen auch noch Stein, denn später für unser Leuchtturmlein, ne? Scheiße, die Wand, dann haben wir viel zu wenig Stein. Ja, wir müssen also nochmal in die Wüste. Ach, Kacke. Gut, wir nehmen trotzdem erstmal den Stein hier, der hier da ist. Und dann, Ach nee, komm, wir gehen jetzt direkt in die Wüste. Wir gehen direkt in die Wüste. So, dann lasse ich erstmal das ganze Zeug hier. Alles, was wir so direkt erstmal nicht brauchen. Warum bist du hier eigentlich drin? Höchstens da unten. Du auch. Was ist denn hier los? Sag mal, was ist denn das für eine Ordnung? So. Hi, meine Rabauken. Hi. Hab gerade deine Häuser besucht. Witzige Dächer, by the way. So. Danke. Was? Schön und böse wegen der Höhle oder gut? Wow, ich kann nicht mal antworten. Geht sie einfach. Ah ja. Wegen der Höhle. Danke fürs Ausleuchten. So. Ist jetzt sogar wieder angekommen. Sehr schön. So, die bleibt mal da unten. Du kannst da mit rein. Dann kannst du da rein und du auch. Und die restlichen Dinger, die mache ich hier mit rein. Dann wird sie gerade schon voll. Kennen wir ja nicht anders. So. Hier, jetzt brauchen wir. Was brauchen wir jetzt? Ich nehme auf jeden Fall eine Spitzhacke mit. Wir werden aber wahrscheinlich noch mehr brauchen. Das heißt, ich nehme auch ein paar Stöcker mit. So viele haben wir gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Okay. Gut, dann nehme ich mal sicherheitshalber noch den Haufen hier mit. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir halt noch ein bisschen Rainbow Ore mit. So.
Und dann, ja, geht's los. Nehme ich mein Boot? Ne, ich nehme nicht mein Boot. Zu Fuß sind wir schneller. Apropos zu Fuß, ich nehme mal hier noch ein bisschen. Oh mein Gott, sie hat Teleport gespeichert. Also wenn sie schon runter geht, ja, dann muss sie aber auch ganz legit runtergehen. So wie wir. Einfach mal 2000 Blöcke runterfallen, ohne Schaden zu nehmen und dann nach Hause teleportieren. Das ist komplett legitimes Spielweise. Ne? Das ist so. So ist das gedacht. Es war definitiv die richtige Idee, auch hier ein bisschen was von dem Zeug hier anzupflanzen. Hier wächst es richtig schön schnell. Da hinten, guck mal. Es ist bis heute nichts gewachsen. Gar nichts. Kein bisschen. Das ist schlimm. So, wir nehmen jetzt mal auch mal gleich mal hier das Fernglas mit. Das Fernglas können wir eigentlich auch immer mitnehmen. Ich glaube mal, das lassen wir immer in der Tasche. Und wenn wir es nicht brauchen, dann irgendwie im Backpack oder sowas. Dass wir es immer dabei haben. Einfach damit wir zum Beispiel dahin gucken können und sehen, dass da nichts gewachsen ist. Gar nichts. Oh. Weg da. Weg. Oh. Gar nichts. Dabei laufen wir da andauernd durch und lang. Und weiß der Geier was. Und es ist der gleiche Boden wie hier. Gras mit, Erde mit Gras. Und trotzdem wächst es da nicht. Kein bisschen. Kein fucking Stück. Und wenn ich mich angucke und mich in meinem Test hier habe, die Regenbogenrüstung passt bei meinem reellen Leben nicht so. Und wenn ich mich angucke und mich in meinem Test hier. Was? Und wenn ich mich angucke. Was? Ach so, sie meint. Ja, okay. Ja, gut, im echten Leben hat man doch keine Regenbogenrüstung an, ne? Außer man geht auf eine. Wie heißt das? Na, da wo halt Schwule und Lesben hingehen. Diese Regenbogenparty halt, ne? Loveway zum Beispiel und sowas alles. Da ist man halt knallbunt. Oder Karneval zum Beispiel, da vielleicht auch. Gibt es noch irgendwas, wo man wirklich komplett knallbunt rumläuft? Eigentlich nicht, bloß Karneval. Keine Ahnung. Gut, ich meine, in Indien und so gibt es heute auch noch das Fest der Farben, weiß ich. Da, weiß nicht, da schmeißen die alle irgendwelches Farbpulver in der Gegend rum und dann haben irgendwann alle ganz viel Farbpulver an sich. Und ja, leuchten dann in allen Farben. Ich hoffe in die falsche Richtung, wir wollten nicht zur Wüste gehen. Ja, auf jeden Fall gibt es im echten Leben eher nur wenige Momente, wo man wirklich mit bunter Rüstung rumläuft. Was machst du denn hier draußen? Du gehst jetzt mal rein. Junge Mädel, setz doch rein. Ich. Kann sein, dass der Sound höher ist als ein Block? Na klar, muss ja. Ah. Diese Tiere machen mich gaga. Zum Glück war ich gerade in der Gegend. Obwohl, ich schätze mal, sind mittlerweile tatsächlich dann schon ein paar ausgebüxt. Wenn der da so einfach rüber kann, dann ist dann sind da garantiert auch schon. Garantiert auch schon weitere ausgebüxt. Ach so, kacke. Dort ist doch Dreck, ist das. That's Bullshit. Nicht ins Wasser. Da stirbst du bloß wieder von. Ne? Der Arzt hat dir doch geraten, du sollst nicht ertrinken. Das ist ungesund. Nein! Ich krieg eine Krise. Also, was lernt man daraus? Ach, weg damit. Nichts mit Rech, nicht mit Linksklick Tiere versuchen zu fangen.
Davon gehen sie kaputt. So. Mal gucken, ob noch alle da sind. Also, ich sehe Mr. Chicken. Genau, doch. Mr. Chicken. Gibt es Mrs. Chicken irgendwo? Ach ja, eins noch. Mein Onkel heißt Roland. Hier, er baut auch in unserer Nähe eine Hütte. Bye. Ja, wo, Roland kenne ich sogar. Der war schon öfters hier auf dem Server. Und er war auch bei dem... Oh, ich kann durchspielen. Nice. Er war auch bei dem Gruppen-Display mit dabei, glaube ich. Hier ist Mr. Chicken. Und wo ist Mrs. Chicken? Tja. Ach da. Da hinten ist Mrs. Chicken. Dann gibt es Mr. Co., Mrs. Co., Mrs. Pig, Mr. Pig, oh, und Mr. Sheep und Mrs. Sheep. Tatsächlich noch alle da. Lol. Das gefällt mir gerade ein bisschen. Ich dachte, sind mittlerweile alle ausgebüxt. Sehr schön. Hä, kann man die nicht werfen? Ach, Linksklick. Okay. So, ich komme jetzt hier wieder raus. Da. Durch die Tür. So, und jetzt nochmal zur Wüste. Das ist ja Arbeit hier. Doink. Doink. Mann, Sprint ist schon wieder aus. Oh, ich verstehe diese Sprintmod nicht. Ich brauche mal eine neue Sprintmod. Oder ich muss mal gucken, ob man das irgendwie direkt als in MyTest integrieren kann, dass alle sprinten können. Also dauerhaft. Das ist nicht gut. So, wenn wir jetzt hier... Sind wir jetzt überhaupt richtig? Genau, wir müssen einmal gerade durch. Dann müssen wir eigentlich direkt auf die Wüste kommen. Ich hoffe es. Wenn nicht... Ist blöd. Guter deutscher Kaffee. Aber da schon mal eher Dschungel. Achso, ist die Vorhut. Da müsste denn das Gebiet sein, wo wir die, also da oder da, also in der Richtung. Ist ja das, wo wir die Ananas abgebaut haben. Siehst du, unser Feld müssen wir auch mal wieder durchkämmen. Ne? Sonst verfault uns noch das Obst. Das wäre ja nicht so schön. Echt nicht. Nee, das wäre eher so semi-optimal. So. Kommen wir jetzt hier relativ gut auf unser Hotel. Auf unsere Wüste. Warum baut sich dieser Sprint nicht auf? Ich verstehe das nicht. Das ist doch Bullshit. Ich verstehe diese Mod nicht. Wie könnt ihr so super rennen? Meine Güte. Ich fick mein Handy gleich. Gleich ist es soweit, dann kracht es. Nicht richtig? Doch. Aber müsste nicht. Ach nee, die Wüste, die rote Wüste kommt nach der Steppe. Wir müssten diese Steppe erstmal überqueren. So war das. Was ist denn hier? Hier Stein. Gibt's da eine Höhle? Ja, okay, hier ist ein Höhlenansatz, aber aus dem Höhlenansatz wurde dann später nichts. Der wurde wegrationalisiert. Jetzt guckt mal zu, wie man Wasser repariert. Tada! Heile. Immer wieder gern. Oh, hier ist Clay. Nicht Clay, doch Clay. Genau, Clay. Also Lehm. Das Zeug lebt sogar noch.
Mann, warum baust du diese Kack-Stamina nicht auf? Ey, mal funktioniert das Ganze wunderbar und mal funktioniert es einfach gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich will doch bloß rennen. Das ist schlimm. Hoffentlich sind sie auch richtig. Ich weiß immer nicht, ob ich hier wirklich lang muss. Aber glaube ja. Oh oh. Na gut, wir haben eine Rüstung. Hier hinter, also hier müsste dann bald dann gleich die rote Wüste kommen. Dauert halt nur scheiße lange, ohne Sprint. Aber was willst du machen? Hilft ja alles nichts. Die Katze, ui. Was macht eine Katze in so einem Gebiet? Hier gibt's doch gar nichts. Mann. Wozu gibt es diese Kack-E-Taste, wenn ich sie jetzt nicht drücken kann? Das ist so scheiße. Ich will sprinten. Das dauert so lange. Och Mann. Erstmal eine Beere. Erstmal Frust fressen. Danke. Hallo, gib her. Danke. Was ist das denn hier? Ach so, Gurken. Oder hier, nicht Gurken, sondern hier diese komischen. Doch, Gurken. Oh, eine Kuh. Was ich jetzt gerade mache, ist relativ dumm. Ich muss da irgendwie runterkommen. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Ich dachte, ich komme perfekt runter. Wobei, doch, doch, doch. Könnte gut kommen. Ja, perfekt. Ha, war alles geplant. Ja. Ach so, ich bin voll. Also, nicht ich bin voll, sondern der Stack, wo mit den Blaubeeren, der ist voll. Ronny, warum sammelst du Blaubeeren, wenn du doch schon 10.000 hast? Weil es Spaß macht. Ich weiß nicht, Blaubeeren sammeln oder allgemein so Sachen sammeln ist so ultra befriedigend. Aber hält doch lange auf. Von daher gehen wir einfach mal weiter. Jetzt müsste aber bald mal die scheiß rote Wüste kommen. Hallo? Laufen wir gerade falsch oder was? Müssten wir schon längst da sein? Verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Wir müssten doch schon lange da sein. Kann sein, dass wir doch hätten eher es erstmal in die Richtung gehen müssen. Dass die Wüste gar nicht so groß ist, wie ich dachte. Okay, also hier kommen wir nicht mehr weiter. Aber bei doch, da hinten kommen wir lang. Na gut, dann gehen wir einfach mal ein bisschen nach links. Sobald wir jetzt fahren. Scheiße, geht's doch nicht vorbei. Schön schattig. Schattiges Plätzchen. Mag ich sehr. Aber andererseits, ne, diese Einbuchtung hier kenne ich wiederum. Also wir sind hier ungefähr richtig. Da hinten wird es auch rot. Kann nur sein, dass wir doch gleich bei der Wüste sind. Wir laufen mal noch ein Stück. Ja, da hinten ist schon Steppe. Und so ungefähr bei der Steppe müsste ja auch dann die Wüste sein. Weil es eine rote Wüste. Und rote Wüsten sind in Steppenregionen. Weil sie rot sind. Und eine Steppe auch. Naja, fast. Ein bisschen vielleicht. Aber immerhin. Langweilig. Da kommt der Dschungel, ernsthaft? Wir haben uns total verlaufen. Oh Mann, oh Mann, das gibt's so ja nicht. Ich laufe mal hier so schräg zurück.
wenn wir uns so verlaufen haben, wie ich denke, dass wir es haben, dann müssten wir jetzt so genau auf die Wüste raufkommen. Nein, falsch getan. Okay. Ja, wir sind halt gefickt. Keine Ahnung. Och Mann, was mache ich denn hier? Vor allem, weil dieser Kacksprint nicht funktioniert. Ich glaub das nicht. Wollt ihr mich ruinieren? Kann ich da runterspringen einfach? Nee, ne? Das Wasser ist nicht tief genug. Wobei, doch, das sieht fast so aus, als könnte ich da reinspringen. Na, vielleicht doch nicht. Ich meine, vielleicht könnte ich hier, weil da ist so ein Loch im Wasser. Da könnte ich vielleicht rein. Null Problemo. Und wo konnte ich jetzt wieder hoch? Eine Krise. Ich krieg eine verschissene Krise. Nein, kommen wir nicht hoch. Okay, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Die Frage ist, wo bringt uns das weiter? Weil wenn der Fluss jetzt nämlich nach rechts abbiegt, dann bringt uns das genau gar nicht. Dann müssten wir eher da hoch. Ah ne, er biegt nach links ab. Sehr schön. Dann ist das hier doch der richtige Weg. Zwar nicht Richtung Wüste, aber zumindest in Richtung Heimat. Wir müssten doch schon längst bei der Wüste sein. Das verstehe ich nicht. Ist jetzt Schneebiom? Ne, ist komplett falsch. Ah. Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Nein. Ach, das war doch klar. Das war doch klar. Nein. Ach komm, ab ins Wasser. Oh, du Sonne, leite mir den Weg. Sag mal, jetzt kommen wir nirgendwo hoch oder was? Okay, dann kommen wir hoch. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, feiern für die Folge. Das Ausmaße hier, das ist ja, wir sind komplett am Arsch der Welt. Ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt sind. Ich wollte eigentlich nur zur Roten Wüste und jetzt sind wir irgendwo. Irgendwo nirgendwo. Also, was soll der Kack eigentlich hier? Verarschen kann ich mich selber. Da brauche ich nicht meinen Test für. Na gut, bis dann.